Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute orakel ich das Spiel Düsseldorf gegen Bayern München. Heute habe ich die Match Attacks Action Serie genommen. Also, ihr kennt es ja, zwei Booster pro Halbzeit. Und heute habe ich meine Pfeife wieder dabei. Und dann würde ich auch sagen, wir starten mit der ersten Halbzeit und los geht's. So. Mein Tipp wäre ein 4 zu 0 für die Bayern natürlich. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. Hier haben wir Schindler von Kiel. Hier haben wir einen Mainzer, Mateta. Hier haben wir einen Stuttgarter, Bart Stuber, ehemaliger Bayern-Spieler. Hier haben wir Alea von Frankfurt. Dann haben wir Magut von Schalke. Oh! Und hier haben wir das 1 zu 0 für die Fortuna durch Raman. Machen wir mal hier hin und den hier hoch. Dann haben wir hier Harnik von Bremen. Ginczek von Wolfsburg. Duljewitsch von Dresden, Jahrstein von der Hertha und hier haben wir Nürnberger als Kapitän Behrens. Die letzten 25 Minuten der ersten Halbzeit. Und weiter geht's. Hier haben wir dann Männel von ein Augenblick von Erzgebirge Aue. Manchmal muss ich überlegen. Hier haben wir Ravid von Freiburg. Dann haben wir hier Hazard von Gladbach. Hier haben wir Grilic von Hoffenheim. Dann haben wir Konaté von Dosenklopp. Hier haben wir Augsburg Co. Dann haben wir hier Köpke von der Hertha und der nächste Fortuna-Spieler und zwar Kaminski. Das wäre das 2 zu 0. Oh. Dann haben wir hier noch Dovidan von Heidenheim. Dann haben wir das Club-Logo von Union Berlin. Und hier haben wir noch Franz von Freiburg als Kapitänskader. Und somit ist die erste Halbzeit beendet. Ja, ein 2 zu 0 in der Halbzeit für die Fortuna. Das, ja. Also wenn das wirklich so eintreffen würde, dann würde ich echt in, keine Ahnung, was ich da machen würde. Verzweifeln wahrscheinlich. Ja, und dann starten wir auch direkt in die zweite Halbzeit und los geht's. So. Ich hoffe, dass jetzt mal ein paar Bayern-Spieler drin sind. Das ist halt nicht die offizielle Serie hier jetzt. Also ist schon von Tops. So, hier haben wir Córdoba von Köln. Dann haben wir hier Terracino von Freiburg. Hier haben wir Da Costa von Frankfurt. Hier haben wir Joel Linton von Hoffenheim. Hier haben wir Dahoud von Dortmund. Hier haben wir Duda von Berlin. Und das gibt's nicht. Wir haben Ousami von Düsseldorf. Und das war mal ein Bayern-Spieler, falls ihr das nicht wisst. Das ist das 3 zu 0. Okay. Hier haben wir dann Trimmel von Union Berlin. Dann haben wir ja Julian Green. Auch ein ehemaliger Bayern-Spieler von den Kleeblättern. Dann haben wir Kevin Wimmer von Hannover 96. Und hier haben wir Marco Reus von Dortmund. Oh, ja. Sind die Bayern hier so schwer vertreten hier in der Serie? Naja, egal. Dann machen wir mal die letzten 25 Minuten der zweiten Halbzeit und wir haben Collins von Paderborn.
Wir haben Asano von Hannover 96. Dann haben wir Raphael von Gladbach. Und wir haben Leon Goretzka von Bayern München. Und das ist das 3 zu 1. Richtig nice. Hier haben wir Kevin Volland von Leverkusen. Dann haben wir hier Di Santo von Schalke. Dann haben wir hier Petrak von Nürnberg. Dann haben wir hier Adams oder Adams von Hoffenheim. Dann haben wir hier Nerik von St. Pauli. Dann haben wir die Clubkarte von Köln. Und hier haben wir Kapitän Bungert von Mainz 05. Transparentkarte. Und das war es mit diesem Spiel. Und ja, das Orakel geht 3 zu 1 für Fortuna aus. Boah. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich tippe trotzdem noch auf ein 4:0 natürlich. Denkt dran, mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr tippt. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Orakel und ciao.